Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Sonntag, dem 21. Februar. Wir dürfen heute einen Elch häuten, die Frisur ändern, einen Langschnauzen-Knochenhecht fangen, Sandthymian sammeln, Spieler in Showdowns mit einer Flinte töten, Story-Mission darf einmal abgeschlossen werden und wir dürfen einmal die Waffe anpassen. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir heute wieder Vogeleier sammeln und da zeige ich euch eine gute Fundstelle, wo ihr 5 Vogeleier gleich in der Nähe von Madame Nazar einsammeln könnt. Heute empfiehlt es sich nach Valentine zu reisen, weil da kann man verschiedene Sachen auf einmal erledigen und Madame Nazar ist auch unmittelbar dort in der Nähe. Aber jetzt holen wir uns erstmal den Thymian und der ist gleich am Bahnhof, also hier mit direktem Blick auf den Bahnhof. Von Valentine können wir Thymian einsammeln, aber auch ein kleines Stück weit davon entfernt ist noch eine zweite Fundstelle. Eigentlich brauchen wir ja nur 2 Fundstellen, weil der Thymian steht meistens zu dritt oder zu viert, manchmal zu zweit, aber das ist eher selten. Also hier mit Blick auf den Bahnhof von Valentine, Thymian heute eingesammelt und ratzfatz Gold eingestrichen. Ich habe da natürlich noch eine Karte rausgesucht. Hier Valentine, Thymian. Das sind 6 Fundstellen insgesamt. Und wer es gerne bei Rot erledigen möchte, der kann das auch machen. Bei Rot geht das genauso mit den Thymian. Aber wir sind jetzt noch in Valentine. Und da gibt es ja den Waffenschmied. Und bei dem können wir natürlich, wenn wir reinkommen, auf Anpassen gehen. Anpassen brauchen wir heute und da habe ich heute einen Revolver rausgesucht und wer da schon mal den Lauf verlängert hat, der kann ihn jetzt kurz wieder kürzer machen und dann wieder auf lang oder etwas anderes mit der Waffe, irgendwas mit einer Komponente verändern und ruckzuck habt ihr auch dieses Gold eingestrichen, sollte kein Problem sein und das XP natürlich dazu. So, und jetzt gleich mal rüber zum Saloon, weil da ist ja der Friseur. Und wir können da natürlich eine weitere Aufgabe erledigen. Und da machen wir etwas mit den Haaren natürlich. Und da ja diese Zöpfe hier schon ein Erkennungsmerkmal sind, kann ich die nicht wieder einfach wegmachen. Also kommen die wieder zurück und Gold eingestrichen. Ruckzuck, ist egal, kostet halt ein bisschen Geld, egal. Dafür sprengen wir jetzt noch mal einmal die Pokerrunde. Und das ist eigentlich obligatorisch immer, wenn wir hier beim Friseur waren, zum Haare ändern oder meinetwegen den Gesichtsausdruck ändern, dann wird da schon mal eine Stange Dynamit in den Saloon reingeschmissen und dann brauchen wir nur noch den Fahndungslevel loswerden, also reiten wir gleich mal Richtung Madame Nazar. Und wie versprochen natürlich 5 Enteneier in der Nähe von Madame Nazar, hier an diesem schönen rauschenden Gewässer, da wo auch viele viele Tiere unterwegs sind, dürft ihr meinetwegen heute 5-mal Enteneier aufsammeln und das Gold kassieren. Aber aufpassen, ich zeige natürlich die Fundstelle auch noch, aufpassen, wer aufs Nest tritt, der bekommt nicht 5 Eier und wer mehr als 5 Eier dabei hat, der bekommt auch nicht 5 Eier, weil wir können nur 10 aufsammeln. Deswegen öfters mal nachschauen und hier bei Madame Nazar vorbeischauen und wenn man meinetwegen wie ich heute 10 Enteneier voll hat, dann sollte man auch wieder welche verkaufen oder gleich 10 Stück rausschmeißen, damit ich wieder leer bin. Und jetzt kann ich wieder 2x5 aufsammeln für die nächsten Videos natürlich. Und Langschnauzen Knochenhecht, den habe ich hier in der Nähe von Caliga Hall einmal gesammelt. Das ist hier mit PlayStation. Und nicht wundern, wenn jetzt hier ein Goldbarren pro Herausforderung kommt. Da gab es damals einen Goldbonus und jetzt werde ich gleich sehen, da ist ein Goldbarren, Leute. Nicht verwundert sein, es gab wirklich mal einen Bonus, wo das normale Gold noch bei 0,5 stand, gab es einen, also einen Bonus für, also einen doppelten Bonus sozusagen, 2-mal, mein Gott hier, was soll denn das hier, noch nicht ausgeschlafen, die brauchen Kaffee, egal. Südlich von Caliga Hall hatte ich damals einen Goldbarren erwischt und das war halt
im Verbund mit diesem Bonus, der damals war. Manchmal kann man Langschnauzenknochenhechte auch einfach so aufsammeln. Das würde dann aber heute nicht zählen, weil wir müssen den richtig angeln mit Sumpfköder. Aber hier auch noch diese Fundstelle bei Blue Water Marsh. Das ist diese Halbinsel, wo auch die Alligatoren öfters mal die eine Frau bedrohen. Und hier direkt bei Schnellreise La Grasse möchte ich auch nicht vorenthalten. Das ist auch eine gute Fundstelle. Und in der Playlist ist natürlich auch ein Video drin mit Langschnauzenknochenhechten. Also Sumpfköder möchte ich nochmal empfehlen. Und dann habe ich mich Richtung Aurora Basson begeben, natürlich angereist über Manzanita Post, wollte ich einen Elch schießen, aber was kam da zuerst? Ja, hier so ein kuscheliger Teddybär, ein Grizzly, und der hat mal einen Schuss in den Kopf bekommen, war nicht gleich tot, weil das Vieh ist ganz schön widerstandsfähig, aber dann ist er verendet. Und wer gerade geschaut hat, es war auf der Minimap gerade ein Fragezeichen zu finden. Also ein legendäres Tier wäre auch dort in der Nähe gewesen, habe ich aber heute nicht Zeit gehabt. Aber nur, falls es auffällt, in der Minimap war es kurz angezeigt. So, und jetzt den Grizzly gehäutet. Brauchen wir heute nicht. Ich war ja auf der Suche nach einem Elch. Und den holen wir uns gleich beim Aurora Basson. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man in eine Story-Mission reinkommt. Hier ein Land der Möglichkeiten. Da macht ihr eine Story-Mission und dann sollte das erledigt sein. Ein Leben für den Schnaps würde ich nicht nehmen, zählt manchmal nicht. Also macht das so, wie ich es euch da gezeigt habe. So, der Elch war dann auch irgendwann gekommen und ich habe dann einen sauberen Kopfschuss angebracht, aber trotzdem ist egal. Ein Stern, wurscht, aber es gibt jetzt Gold hier beim Aurora Basson. Und wer noch mehr Elch-Fundstellen braucht, da gibt es ein ziemlich neues Video von, ja, glaube ich, Anfang des Monats. Da habe ich ein Elch-Video online gestellt und das ist jetzt natürlich auch wieder heute sehr gefragt. So, aber es gibt jetzt natürlich das Gold und die XP und ratzfatz ist der Elch gehäutet. Den habe ich aber nicht mitgenommen. Ich habe jetzt das Grizzly-Fell verkauft, weil das hat ja ein bisschen mehr Sterne gehabt. Nicht? Wölfe hatte ich auch noch zwischendurch gehabt heute. So, das war es schon wieder heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und jetzt reite ich noch mit meiner Figur in den abendlichen Mondschein hinein. Aber erst putze ich mal das Pferd und gebe ihm noch was zu essen. Und ich sag euch Ciao und wünsche euch einen schönen Sonntag.